Herzlich willkommen zum KRONE TV Live Talk hier direkt aus dem Newsroom. Vielen Dank für Interesse. Bei uns zu Gast heute FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache. Vielen Dank für den Besuch. Grüß Gott. Ja, die Balkanroute ist de facto gesperrt jetzt. Es gibt nur ganz wenige Flüchtlinge, die derzeit noch zwischen Griechenland und Mazedonien durchkommen. Und die durchkommen, werden derzeit offensichtlich von der Polizei wieder zurückgeschickt. Da gibt es ja diese Bilder vom Fluss, wo viele Flüchtlinge auch im Wasser sind. Auch andere Westbalkanländer helfen, die Route abzudichten. Ist jetzt der Moment gekommen, wo Sie eigentlich zufrieden sein müssten, weil die Bundesregierung viele der Dinge umsetzt oder zumindest initiiert in ganz Europa und das teilweise wirklich umgesetzt wird, die Sie schon länger fordern? Es ist richtig, was da die letzten Monate und zwar über ein Dreivierteljahr vonstatten gegangen ist, ist wirklich skandalös gewesen. Wir haben ja eine Situation gehabt, wo Faymann mit der Merkel Hand in Hand über ein Dreivierteljahr eine völlig unverantwortliche soziale Einladungs- und Willkommenskultur ausgesprochen hat für Zuwanderer aus aller Welt und man unzählige Gesetze gebrochen hat, von den Schengen-Außengrenzen bis zu den Dublin-Gesetzen, bis Fremdenpolizeigesetze in Österreich, wo nicht einmal Passkontrollen und Registrierungen stattgefunden haben und auch keine Abweisung. Das heißt, über 1 Million Menschen sind rechtswidrig nach Österreich gelassen worden und der Schaden ist angerichtet. So gesehen muss man froh sein, dass jetzt in Mazedonien die Grenzen gesichert werden, aber das ist eine übergangsweise Entlastung. Wir müssen ja davon ausgehen, dass jetzt Ausweichrouten gefunden werden und müssen daher unsere nationalstaatlichen Grenzen in Österreich endlich dicht machen. Da steht ja im Raum, bis zu 12 neue Grenzübergänge neben Spielfeld werden künftig auch kontrolliert, stärker kontrolliert. Jetzt hat der Landeshauptmann Platter in Tirol erst vorgestern gesagt, über den Brenner dürften überhaupt keine Flüchtlinge mehr in Wirklichkeit durchgelassen werden. Also es kommt offensichtlich dort zu einem neuen Hotspot, nämlich was die Italienroute betrifft. Auch der Vorstoß von Platter zum Beispiel, grabt da irgendwie die Bundesregierung derzeit ein bisschen der FPÖ die Linie ab, weil irgendwie wirkt das jetzt alles sehr, sehr ident in den Aussagen. Ja, das ist schon richtig, ne, dass hier Politiker von SP und ÖVP, die ein Dreivierteljahr lang eine unverantwortliche Völkerwanderungspolitik unterstützt, ja forciert haben, dass die jetzt, nachdem sie uns zuerst als Hetzer diffamiert und beschimpft haben, auf einmal beginnen, verbal da oder dort unsere Vorschläge zu übernehmen, spricht ja dafür, dass die FPÖ die Regierung vor sich hertreibt und wir der Schmied sind. Oder die ganze EU, das muss man relativieren. Also es gibt ja nicht nur die FPÖ, auch das Nichthandeln der EU in vielerlei Hinsicht macht natürlich jetzt auch Maßnahmen nötig, die eben gesetzt werden müssen, so sagt es zumindest die Bundesregierung, weil es keine gesamtheitliche Lösung gibt und so weiter und so weiter. Ja, das stand ja schon letzten Sommer fest. Da hätte man schon letzten Sommer reagieren müssen, wie der Orban das richtig gemacht hat, wo aber Faymann dann unflätig unseren Nachbarn, nämlich in dem Fall Ministerpräsident Orban, beschimpft, dazu sogar mit unfassbaren Nazi-Vergleichen. Na, was wir erleben ist, dass in Wahrheit Faymann, Mitterleiner und diese Regierung sich heute hinstellen hätte müssen und sich entschuldigen hätte müssen für ihr Versagen, für die völlige Fehleinschätzung und eingestehen hätte müssen, dass wir Freiheitlichen von Beginn an Recht gehabt haben, aber endlich auch den Worten Taten folgen müssen. Denn was erleben wir? Faymann hat es bis dato nicht geschafft, von Grenzsicherung zu reden. Er redet von Grenzmanagement und Aufteilung in Europa. Ein völliger Unsinn. Realpolitisch nicht gegeben. Er redet bis heute nicht von einem Grenzzaun, sondern wir haben in der Realität offene Türen mit Seitenteilen. Er will mit Obergrenzen nichts zu tun. Gut, das ist nicht von Landwerken und Teilungszielen. Und in Wahrheit müssen wir den Auftrag ganz klar, und zwar seit Monaten schon gegeben haben, an Exekutive und Bundesheer, die Grenzen sicherzustellen, zu schützen und dicht zu machen vor illegaler Zuwanderung. Verteidigungsminister Doskozil hat jetzt sogar angekündigt, möglicherweise zu helfen in Mazedonien vor Ort, ganz aktuell jetzt, bei der Kontrolle eben sozusagen der Abdichtung dieser Grenze. Also es kommt da einiges in Bewegung. Kommen wir mal von der großen Asylsituation, die es am Balkan gibt und möglicherweise auch künftig in Italien ins kleinere runter nach Wien, in Leasing etwa. Aber Italien ist ein Stichwort. Ja? Ich sage, wir waren dann seit Monaten davor, dass diese Ausweichroute kommen wird, dass die Schleppermafia über Italien versuchen wird, letztlich dann auch den nächsten Flüchtlingsstrom durchzuschleißen. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein. Da darf es sozusagen jetzt dann auch keine weitere Fehlentscheidung mehr geben. Keine Frage. Und ich sage, genau das ist es, wovor wir waren. Und da warten Millionen heute in Nordafrika darauf, mit Ende des Winters Richtung Europa aufzubrechen. Hat es ja vor 2-3 Jahren ja primär als Route gegeben, die Route über Sizilien und Lampedusa, wenn man schaut, ob es jetzt die quasi wieder aufersteht sozusagen. Um eines noch abschließend zu dem Thema klarzustellen, was wir da vor einem Dreivierteljahr gehört haben, von den Politikern, von Faymann bis Mitterlehner und Kurz, ja, die damals gesagt haben, der Faymann, also bei der Menschlichkeit gibt es keine Obergrenze und die Balken auch für die Menschlichkeit und der Kurz, der gesagt hat, der Islam sei ein Teil Österreichs und wir brauchen mehr Willkommenskultur bis hin, dass der durchschnittliche Zuwanderer intelligenter sein soll als die Österreicher. Das ist ja alles ungeheuerlich, das vergisst man so schnell. Jetzt vor der Präsidentschaftswahl versuchen die Herrschaften offenbar aufgrund der Umfragewerte ein bisschen die Kurve zu kratzen. Ob das nachhaltig ist, wird man sehen. Gut, die Gründe sind jetzt einmal dahingestellt, aber zweifellos, es gibt jetzt eine neue Politik.
politische Linie in Österreich, keine Frage, auf Wien jetzt gekommen. Mhm. Leasing, Stichwort Montag, ja. Zwei Kundgebungen, eine Demonstration für, eine gegen das Flüchtlingslager in der Zidlergasse. 750 Flüchtlinge sollen dort untergebracht werden. In Aussendungen hat man vorher gehört, 4.000, 5.000 Menschen könnten kommen. Jetzt spricht der Polizeisprecher Paul Eidenberger von 1.100 Menschen, also doch deutlich weniger. Haben Sie da das Volumen der Menschen, die man bewegen kann für so eine Demonstration gegen den Flüchtlingsheim, haben Sie das vielleicht zu hoch eingesetzt? Nein, ich glaube, dass der Polizeisprecher vielleicht doch ein bisschen eine parteipolitische Zählweise gewählt hat. Denn wenn Sie mit, ja, aber dass die Polizei jetzt ein Feind der FPÖ wäre, könnte man auch nicht sagen, oder? In der Polizeiführung ist das nicht unbedingt so, wie Sie das versuchen darzustellen. Reden Sie mit normalen Polizisten, die werden Ihnen bestätigen, dass dort bis zu 5.000 Menschen dort waren. Mhm. Ja, das sehen Sie auch auf den Bildern, wenn Sie auf unsere Facebook-Seite schauen, sehen Sie, dass dieser riesige Leasinger Platz voll war. Also so zu tun, als wäre das nicht der Fall und als wäre der Platz nicht voll gewesen, ist ja ein Unsinn. Mhm. Ja. Aber es zeigt, wie gearbeitet wird. Und ich sage, da darf man sich nicht wundern, wenn dann manchmal die Leute wirklich den Eindruck haben, da wird manipuliert, da gibt es wirklich Lügenmedien, so wie gestern in der Ö24, wo dann geschrieben wird von einem rechten Recken mit Nazi-Parole und die Herrschaften verschweigen, dass das der ehemalige Feimann-Sekretär war, der dort mit einem noch dazu, mit einem Transparent gestanden ist, Leasinger Wache und nicht einmal Leasing richtig schreiben konnte. Zwei Vorfälle waren ja, Sie spielen auf die beiden Vorfälle an, die da gewesen sind. Gut, wir werden die Hintergründe da jetzt nicht aufdecken. Aber generell, Sie haben ja unter anderem, Sie waren ja selber dort, dort gemeint, im letzten Jahr wären 90% jener, die nach Österreich gekommen sind, primär oder nur aus wirtschaftlichen Aspekten hierher gekommen. Das war doch schon sehr bemerkenswert, wenn man jetzt weiß, die größte Flüchtlingsquote sind derzeit die Afghanen, da ist ein Drittel Anerkennung als Kriegsflüchtling. Die zweitgrößte sind die Syrer, wo 90% als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden. Und Sie sagen, es sind faktisch nur 10%. Genau, weil wenn man nämlich die Genfer Flüchtlingskonvention liest, steht eines fest, dass über 90% der im letzten Jahr zu uns gekommenen keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind, aber auch keine Schutzbedürftigen sind. Warum? Denn wenn Menschen in ein sicheres Land kommen, in der Türkei sind sie geschützt, haben keinen Krieg mehr zu befürchten, beziehungsweise auch keine Verfolgung mehr, haben sie nicht das Recht, durch weitere unzählige sichere Länder zu reisen, weil woanders die Sozialleistungen vielleicht besser sind. Ja. Ja? Das heißt, wir haben es mit einem Missbrauch zu tun und es wird mit Fehlbegriffen gearbeitet. Über 90% im letzten Jahr waren keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention, die man bei uns gesetzeswidrig hereingelassen hat, sondern es war eine moderne Völkerwanderung von Menschen, die sich sozialpolitisch und wirtschaftspolitisch besser stellen wollen. Apropos Sozialleistungen, weil Sie das ansprechen, Burgenlands Landeshauptmann Nissler hat jetzt angekündigt, möglicherweise auch mit dem FPÖ-Koalitionspartner im Rucksack, Sozialleistungen sehr bald schon umzuwandeln, möglicherweise in einen Teil in Sachleistungen, die dann auch gekürzt werden könnten, wenn die Aufgaben, die die Flüchtlinge ja auch haben, Pflichten quasi nicht wahrgenommen werden. Ich nehme an, das entspricht auch Ihrer Linie. Ja, es ist ja gut. Es zeigt ja, dass die Freiheitlichen sich in Burgenland durchsetzen. Wir hatten ja dort eine Koalition und dass dort eine gute Zusammenarbeit mit dem Landeshauptmann funktioniert, der in vielen Bereichen bereit ist, die richtigen freiheitlichen Vorschläge mit umzusetzen. Und das ist ein guter Weg. Ganz interessant, in Leasing am Montag war ja auch Norbert Hofer angekündigt. Als Bundespräsidentschaftskandidat, der hat dann kurzfristig abgesagt. Was war denn da Grund? Er hat andere Termine gehabt. Als Präsidentschaftskandidat ist er momentan quer durch Österreich unterwegs und wir haben so hochrangige Persönlichkeiten dort gehabt, den Clubobmann Godenos aus dem Bezirkshofmann Jung und meine Wenigkeit, dass er das abgängig war. Wie geht es ihm denn so, den Norbert Hofer, jetzt nach den ersten Tagen? Es geht ihm gut. Nicht umsonst sagen wir, jetzt ist es wichtig, hier aufzustehen für Österreich. Deine Heimat braucht dich jetzt, dass ein jeder auch mithilft, denn wir haben das erste Mal die Chance, in der Zweiten Republik einen Bundespräsidenten sicherzustellen, der nicht von der SPÖ oder von der ÖVP kommt. Ich würde jetzt auch Irmgard Gries und Andreas Kohl sagen, also drei Kandidaten, die eindeutig nicht dem linken Eck zuzuordnen sind. Wie geht das Match aus, Irmgard Gries, Andreas Kohl? Ja, die Frau Gries, ich meine, man wird nicht Höchstrichterin, wenn man nicht entweder der SPÖ oder der ÖVP nahesteht. So viel zur Relativierung. Ne? Ja, na ja. Aber das wissen wir und kennen wir die Gesetze in Österreich. Ne? Und wenn der Herr van der Bellen meint, nach 10 Jahren grüner Parteichef unabhängig zu sein, war das schon das erste schwere Foul, das er begangen hat. Van der Bellen habe ich jetzt nicht gesagt, Andreas Kohl. Aber Andreas Kohl ist auch nicht der Unabhängige. Ich meine, der Herr ja, kommt offenbar gar nicht vom Fleck. Ja? Nein, ich denke, dass Norbert Hofer die Stichwahl schaffen wird. Und die Frage ist, mit wem? Denn er wird die Chance haben, Bundespräsident zu werden. Gut, ein bisschen mehr als einen Monat ist ja einmal der erste Durchgang. Schauen wir mal, da wird es wahrscheinlich ganz sicher einen zweiten geben. Ende Mai ist es dann definitiv. Ein ganz anderes Thema noch. Der große Flüchtlingsgipfel zwischen der Türkei und der EU hat vorige Woche ja dazu geführt, ein paar Ideen zu ventilieren. Beschlüsse gab es keine, wie schon so oft. Jetzt wurde er aber für diese Woche angekündigt und morgen ist es jetzt eben soweit. Was erwarten Sie sich eigentlich davon? Ich bin einmal froh, dass beim letzten EU-Rat und beim letzten EU-Gipfel es einen
europäischen Staatschef gegeben hat mit Charakter. Genauso würde ich das auch handhaben, nämlich Orban, der ein Veto eingelegt hat gegenüber diesem faulen Deal, der von Merkel und Faymann offenbar gewollt ist. Und diese beiden Herrschaften versuchen hier, Europa in Richtung eines Suizids zu führen. Ich sage das ganz offen. Da spielt Faymann wieder mit und die österreichische Regierung. Wenn es darum geht, die Türkei und Erdogan als Partner zu sein, wo Erdogan und die Türkei auf Frauen mit Gummigeschossen schießen lässt, angesichts des Weltfrauentags, wo man mit der Polizei Oppositionsmedien gewaltvoll übernimmt, wo man mit dem Militär auf Kurden gewalttätig losgeht und hier Kurden und die Minderheit auch im Land verfolgt und dann auch noch offensichtlich Geschäfte mit dem Islamischen Staat im Bereich Erdöl gemacht werden. Also ich sage bei aller Wertschätzung, das kann kein Partner sein. Da darf man keine Visafreiheit geben, da darf man keine 16 Milliarden Euro hinüberweisen. Das brauchen wir für die Schutzsicherung der eigenen europäischen Grenzen. Das sollte man in Griechenland an den Außengrenzen, in Italien investieren, um dort die Grenzen sicher zu machen und letztlich nicht mit einem faulen Deal der Türkei da irgendwo entsprechen, die uns da erpresst. Also 6 Milliarden sind jetzt im Gespräch, weil Sie 16 erwähnt haben, aber auch 6 Milliarden ist sehr viel Geld, keine Frage. Es sind 3 bis 6 Milliarden jährlich der Wunsch der Türkei auf mehrere Jahre verteilt, oder 16 Milliarden. Also da muss man schon ehrlich sein, bis hin zu einer Visafreiheit, bis hin dazu, dass einer, der quasi rechtswidrig nach Europa gekommen ist, zurückgeschickt werden kann, aber dann ein Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention samt Familie von Europa übernommen werden muss. Also das Geschäft ist nicht 1:1, sondern einen geben wir zurück und 7 bekommen wir. Das ist ja bitte ein völlig falscher Weg. Also nach wie vor die FPÖ-Linie bleibt kein Deal mit der Türkei, die kann uns da auch nicht helfen. Sozusagen. Die Türkei betreibt ein mieses Spiel. Bei jedem anderen Staat würde man Sanktionen einfordern, was man dort nicht macht. Heute führt die Europäische Union einen Weg Richtung Partnerschaft der Türkei, auch Saudi-Arabien. Das sind ja keine Partner in Wahrheit. Und die Türkei hat auch nichts als Mitglied in der Europäischen Union verloren. Das heißt, man muss hier also eigentlich viel selbstbewusster auftreten und darf sich nicht gefallen lassen, dass die Türkei seit einem Dreivierteljahr über 2 Millionen Menschen Richtung Europa geschickt hat. Klare Ansage zu diesem Thema, keine Frage. Letztes Thema noch, ist auch ein bisschen aktueller geworden, immer aktueller, spätestens seit Abschaffung oder Diskussion um möglichen Abschaffung des 500. Das ist jetzt ein Thema, das ist, kommt es mittelfristig zu einer Abschaffung des gesamten Bargeldes. Da gibt es auch Aussagen von Ihnen, die sehr interessant sind. Wenn immer man mit Experten spricht derzeit, gibt es Hinweise, ja, da gibt es Vorbereitungen, es gibt jetzt zum Konten für Sozialbedürftige, es gibt einmal eine Grundausstattung jedes Menschen quasi so als Menschenrecht, ein Konto zu haben. Damit könnte mittelfristig das gesamte Geld, elektronisches Geldguthaben, elektronisch gespeichert sein. Was jetzt? Die EZB hat die Zinsen auf 0% gesenkt. Manche sagen, das könnte sogar ins Minus gehen, also Minuszinsen. Und weil man dann nur mehr Geld am Konto haben kann, trifft jeden, der Geld wo hat, möglicherweise sogar einen Minusbetrag. Das wäre doch eine dramatische Änderung zum derzeitigen Status. Thema Bargeldabschaffung, wie ist die Position der FPÖ dazu? Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir erleben, wo die Europäische Union sehr, sehr offen Vorbereitungsmaßnahmen trifft, offenbar sukzessive das Bargeld abschaffen zu wollen. Momentan gibt es ganz klare Vorgaben, den 500-Euro-Schein abzuschaffen, dann Obergrenzen bei Bargeldausgaben zu definieren und auf Dauer das Bargeld gänzlich abzuschaffen. Und das ist ein Skandal, denn damit werden Bürgerrechte in Wahrheit betroffen sein. Da will man die Freiheit der Menschen einschränken. Man will den Menschen zum gläsernen Menschen machen, um direkt auch bei Sparguthaben mit Negativzinsen zugreifen zu können, aber auch direkt auch auf diese Guthaben auf der Bank dann auch gleich mit Steuern zugreifen zu können, jeden Kreditkartenvorgang auch überprüfen zu können. Das heißt, es ist ein Skandal, wenn wir in diese Richtung eine Entwicklung erleben. Da müssen wir alles unternehmen, das zu verhindern. Wir haben da ja auch eine Petition im Parlament jetzt sichergestellt. Das muss in der österreichischen Verfassung gesichert werden, dass das Bargeld eben nicht abgeschafft wird. Das ist im Bereich der Freiheit des Einzelnen ein ganz wichtiges Gut, das sicherzustellen. Wobei Ihre politischen Kollegen von den anderen Parteien Stein und Bein schwören derzeit, dass das ohne dies nicht angestrebt wird. Ja, das ist ja genau das, was die uns schon alles versprochen haben. Wenn wir Mitglied der Europäischen Union werden, nur dann wird der Schilling erhalten bleiben, umgefallen, also belogen worden. Besitzen. Nur dann, wenn der Euro kommt, wird Bargeld gesichert sein, dann ist das der nächste Schritt. Also ich sage, warum nicht unseren Vorschlag übernehmen, Bargeld in der Verfassung sicherzustellen und auch die direkte Demokratie sicherzustellen. Es darf kein TTIP und CETA-Abkommen kommen ohne Volksabstimmung in Österreich. Es darf nicht zu Türkei-Beitrittsverhandlungen kommen ohne Volksabstimmung in Österreich. Ja? Und genauso auch in der Frage der Bargeldentwicklung. Bitte Volksabstimmung für die Verfassung, das auch sicherzustellen. Vielen Dank, waren sehr viele Themen, die wir jetzt durchgearbeitet haben. Vom Asyl bis zur Bargeldabschaffung. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, in den Newsroom zu kommen. Danke. Ja, ein bisschen länger heute. Danke für Interesse. Viele Themen haben wir abgearbeitet, aber wir sehen einander, wenn Sie wollen, wieder bei nächster Gelegenheit hier auf KRONE TV.